Der Springbock. Auto seltsam Genzi. Die Filmbilder hat der Auto seltsam Genzi selbst in Efrück gedreht. Der Springbock erinnert im Aussehen an die Thomson-Gazelle. Wie diese hat er einen dunklen, rotbraunen Streifen, der die gelbbraune Oberseite von der weißen Bauchseite trennt. Am weißen Kopf erstreckt sich ein dünner Streifen von den Augen bis zum oberen Maulwinkel. Die verlängerten Rückenhaare kann man nur sehen, wenn das Tier prunkt, das heißt, mit steifen Beinen und gekrümmten Rücken emporspringt das namengebende Verhalten. Beide Geschlechter tragen geringelte, leierförmige Hörner. Die der Weibchen sind allerdings schlanker. Die Gestalt gleicht der einer echten Gazelle. Der Springbock wird dennoch einer anderen Gattung zugeordnet, da sein Gebiss von dem der Gazellen abweicht. Er hat im Unterkiefer 10-mal Zähne, Gazellen dagegen 12. Der Name Springbock rührt von den senkrechten Sätzen, mit denen sich diese Antilope in die Höhe schnellt, wenn sie erschreckt wird. Diese Sprünge aus dem Stand können Höhen von 3,5 Meter erreichen. Bei diesem Prunken bleiben die Beine steif, der Rücken wird nach außen gewölbt, und aus einer Hautfalte im Rücken treten die langen, weißen Haare hervor, die weithin zu sehen sind. Dieses Verhalten könnte dazu dienen, die Artgenossen zu warnen, wenn ein Raubtier wahrgenommen wurde. Allerdings vollführen auch Jungtiere im Spiel immer wieder diese Sprünge. Eine alternative Hypothese sagt, dass die Signale den Raubtieren selbst gelten sollen, ihnen wird angezeigt, dass sie bemerkt worden sind, und dass ein Angriff sinnlos ist. Sollte es doch zu einem Angriff kommen, kann ein Springbock mit einer Geschwindigkeit von fast 90 km pro Stunde fliehen. Damit gehört er zu den schnellsten Säugetieren überhaupt. Mit dem Gabelbock und der Hirschziegenantilope ringt er um den zweiten Platz hinter dem Geparden. Springböcke leben zur Trockenzeit in kleineren Verbänden, die sich in der Regenzeit zu gewaltigen Herden vereinen. Diese Herden, in denen die Tiere Wanderungen zu besseren Nahrungsgründen unternehmen, konnten in früheren Jahrhunderten über 1 Million Tiere umfassen. Heute bestehen die größten Herden aus etwa 1500 Springböcken. In der Trockenzeit bilden die Weibchen mit ihren Jungen kleine Herden aus etwa 100 Tieren. Separate Herden bilden junge Männchen. Diese Junggesellenverbände bestehen aus etwa 50 Tieren. Männchen sind territorial. Sie unterhalten Reviere mit einer Fläche von 10 bis 40 Hektar und versuchen, die darin befindlichen Weibchen dort zu halten. Springböcke sind auf das südliche Afrika beschränkt. Der Springbock kommt auf den Territorien Südafrikas, Namibias, Angolas und Botswanas vor. Das Habitat ist die offene Savanne. Der Springbock ist das Wappentier der Republik Südafrika. Bei internationalen Sportwettbewerben nennen sich südafrikanische Teams oft nach diesen Tieren. So heißt das erfolgreiche Rugby-Team Südafrikas die Springboks. Diese Verbundenheit mit dem Springbock lässt jedoch nach, da die Antilope im Bewusstsein des neuen Südafrika mit dem Wappen des alten Apartheid-Staates verknüpft ist. So entfernt es aus African Airways 1997 den Springbock aus ihrem Logo. Springbok ist allerdings nach wie vor das ICAO-Rufzeichen, Callsign, der Fluggesellschaft. Trotz dieser Berühmtheit wurde der Springbock lange massiv bejagt. Einerseits wurde sein Fleisch geschätzt, andererseits hielt man ihn für einen Schädling, da die Herden die Getreidefelder zertrampelten. Durch organisierte Massenabschüsse schaffte man es im 19. Jahrhundert sogar, den Springbock in Südafrika ganz aussterben zu lassen. Im 20. Jahrhundert wurden die Tiere allerdings aus den Nachbarstaaten wieder eingeführt. Die Gesamtpopulation wird heute auf 600.000 Tiere geschätzt.